Ja, das ist ein 10.000 Volt, 75 Milliampere Trafo von Siet. Dieses Exemplar hat noch den Disc-Top dran, das schraubt man hier auf den Deckel. Da sind jetzt keine Kabel dran, das zeige ich hier ja gerade nachher. Das da schraubt man drauf. Und da haben wir den Disc-Top, diesen Funkenschutz, und der ist hier an diesen fünf Schrauben, die ich schon gelöst habe, angeschraubt. Also schraubt man einfach drauf. So sieht er aus. Den braucht es nicht, um diesen Funken herzustellen. Was ich bei meinem Gerät, das mir der Elektriker damals schon parat gemacht hat, gesehen habe, wie ich es nachher gerade zeige, ist von hier nach hier ein Metallplättchen. Also da ist auch so ein Zeichen unterbrochen. Dieser Kontakt muss eigentlich bestehen. Der wird ja hier mit dem Disc-Top irgendwie gemacht. Von da via irgendwie das Gerät dahin. Und wenn das weg ist, fällt diese Verbindung, die muss gemacht werden. Die anderen zwei Löcher sind leer. Da ist auch keine Verbindung, nur hier auf dieser Seite. Da gehen die Kabel raus, da auf dieser Seite da. Also ist es klar, wo das Stück sein muss, hier. Oben, wenn die Kabel nach links weggehen. So, das wär's. Okay, so sieht der Trafo ohne Disc-Top im Betrieb aus, also nicht angeschaltet. Ich habe das schon abgeschraubt. So, da wäre der Disc-Top dran an diesen drei Dings und hier. Und wenn der drauf ist, dann muss offensichtlich eine Verbindung von hier da in dieses Loch sein da. Da ist auch so ein Unterbrechungszeichen, also so ein Plättchen muss da ran, ohne Disc-Top. Offensichtlich. Hier sieht man nochmal, wie das angemacht ist. Strom von der Buchse 220 Volt. Da Farbe beachten. Blaubraun. Erdung hier. Und dann die Hochvoltkabel gehen daraus. Hier eins und hier eins. So. Also wenn man kein Plättchen hat, ich liefere das nicht dazu, dieses kleine Plättchen, das ist nicht dabei. Wenn man kein Plättchen hat, kann man einfach irgendein grobes Kabel hier um diese Schraube befestigen und hier auch um die Schraube und hier rein befestigen. Mit dieser Schraube da, die übrig bleibt. Das wird man schon noch schaffen müssen, die Verbindung von hier zu hier zu setzen.